Da haben wir im letzten Video aufgehört und genau da geht's jetzt weiter. Hallo, hallo, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ah, warte, ich hab's vergessen. Ah, nein! Nein! Hilfe! Nein! Nein! So, nochmal. Hallo, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir, von Brody, eurem Brody. Ja. Nachdem wir schon zwei Videos gemacht haben zum Film, kommt heute das dritte Video. Also lasst gerne einen Hoch, der euch die Videos gefallen und abonniert auch sehr gerne, dass ihr nicht verpasst, wenn es dann nächste Woche mit dem vierten und letzten Teil weitergeht. Und für all die, die es nicht gesehen haben, gestern kam ein Trailer online für ein riesiges Videoprojekt, was nächste Woche online geht. Also seid auf jeden Fall am Start, dass ihr es nicht verpasst. Es ist wirklich mega viel Aufwand gewesen. Würde mich freuen, wenn ihr es abcheckt. Dankeschön. Aber jetzt nicht weiter schnacken, Kopf in Nacken. Let's go rein in dein Miraculous Film Video Teil 3. Paris Gazette, Spezialausgabe, Gargoyle Attacke. Oh, Gargoyle! Im letzten Video haben Ladybug und Cat Noir gegen den Gargoyle gekämpft. Und da hat mir jemand in den Kommentaren auch geschrieben, sich dieser erste Kampf gegen den steinernen Gargoyle auch auf die chronologisch erste Folge von Miraculous bezieht. Denn da kämpfen Ladybug und Cat Noir gegen Stoneheart, als sie Miraculous bekommen haben, ein riesiges Steinmonster, ähnlich wie der steinerne Gargoyle hier. Genauso wie Ivan böse war wegen Liebeskummer, so ist der Gargoyle hier der Typ böse geworden wegen Liebeskummer. Im selben Kommentar wurde mir auch mitgeteilt, dass scheinbar der Song zu der Szene auch irgendwie Stoneheart heißt, also ist direkt der Bezug zur ersten Folge, ja? Also vielen Dank an den Kommentarschreiber. Danke für solche Infos. Ich liebe ja sowas. Ich wünschte, du hättest das auch gesehen. Ja. Ah ja, aber auch die Einzige, die es gesehen hat, wie wir letzte Folge erfahren haben. Sonst hat ja keiner gesehen. Habt ihr das gesehen? Also ich habe gar nichts gesehen, nein. Und es ist für mich immer wieder so erfrischend plötzlich, nachdem ich ja jetzt Donnerstag die Miraculous-Folge gesehen habe und jetzt den Film wieder, so krass, wie die Qualitätsunterschiede sind dann auch. Jedes Mal stelle ich es neu fest. Eine mega starke und schlaue Superheldin. Mega stark und schlau, ja. Sie hat sich auf jeden Fall sehr selbstbewusst durch die Städte geschwungen, auf jeden Fall. Und nicht fast der ganzen Stadt ihre Identität geleakt. Nein, hat sie nicht, nein. Süßes Pärchen, findest du nicht? Wir sind keine, ich meine, sie sind kein Paar. Oh, einfach mal so offensichtlich verquatscht. Oh mein Gott, dass Ayane sich drauf nie eingegangen ist, ey. Aber klar, ihr kommt noch eher noch rüber, dass sie der größte Tollpatsch ist in dem Film und dass er ja weniger drüber nachdenkt, dass sie es sein könnte. Woher weißt du das? Ist doch offensichtlich. Sieh dir die Fotos an. Sieht nicht so aus, als würden sie... Ja, hä? Wo hat sie dieses Foto her? Das war doch direkt aus der Kirche, als die beiden gefesselt waren. Die hat Ladybug ja auch erst gesehen, als sie draußen gelandet ist und draußen war. Oder hat sie schon in die Kirche reingeschlichen? Dann noch so ein perfekter Zoom noch so nah dran? Hä, wie hat sie denn das gemacht? Mit dem Handy? Was sind die für Handys? Das Foto kann sie gemacht haben, da war sie ja draußen. Aber auch so hochauflösende Fotos aus Bewegung auch. Muss ein krasses Handy sein. Das Foto hätte sie auch nicht machen können hier, dann müsste sie in der Kirche sein müssen dafür. Worum mal das war, weiß ich nicht. Auf dem Gargoyle drauf? Die muss ja echt durchgehend am Ort gewesen sein. Und als sie im letzten Video ja überrascht geguckt hat, als sie Ladybug gesehen hat, ist das sehr komisch, wenn sie die eh schon vorher gesehen hat und solche Fotos machen konnte. Ah ja, sieht auf jeden Fall nicht so, als wäre sie gerade aus der Kirche rausgerannt, um von draußen Fotos zu machen, als sie halt vorher drin war. Also da ist ein Filmfehler. Die ganzen Fotos, die hätte sie immer vor Ort sein müssen. Ja, ja, aber überall. Sie hat durch die Stadt Paris geflogen. Sie ist die wahre Superheldin eigentlich hier. Wenn man eine Reporterin sein will, ist es nötig, da zu sein, wo die Action ist. Vor allem nachts allein in Paris, als gerade Nachrichten rumgingen, dass ein fetter Stein ein Gargoyle durch die Stadt jagt. Ja, ja, ja. Was sagen ihre Eltern eigentlich dazu, dass sie dann nachts durch Paris läuft, ey? Oh, die Zauberin. Finde ich auch richtig cool. Auch so Simon Says kartenmäßig hier dran. Weiblicher Simon Says quasi. Und der sieht auch so richtig krass aus. Viel, viel cooler als in der Serie, der Pantomime. Vor allem, sie kriegen Fähigkeiten von Hawkmoth, irgendwie Ladybug und Cat Noir zu bekämpfen. Aber rauben erstmal eine Bank aus, oder was? Ja, typische Böse. Ich glaube, dass sie im Knast waren, stimmt. Der Pantomime in der Serie ist aber kein Verbrecher, der irgendwie im Knast war, nee. Ist der Pantomime nicht irgendwie auch der Vater von Milen? Akkumatisiert? Und der war vorher nicht im Knast, nee. Sie sind überall. Was haben die erwartet? Die rauben einfach eine riesen Bank aus und dann sagen sie, sie sind überall, echt? Sogar ein paar Geiseln ja auch hier sitzen überall. Komisch, dass die Polizei dann kommt. Ganz, ganz komisch. Boah, dass es auch noch solche riesen Tresore auch noch gibt, so riesen Safes, mitten im offenen Raum, nicht irgendwo versteckt oder sowas. So Bargeld und so ist da wahrscheinlich eh nicht drin. Wahrscheinlich dann so Goldbarren oder sowas, wenn überhaupt. Krass. Hä? Haben die nicht mehr Geld in der Hand oder sowas? Die haben es nur aufgemacht, den Safe-Deckel weggeschmissen und jetzt laufen sie wieder weg. Okay. Oder hat der Pantomime auch unsichtbare Taschen, die er vollräumen kann, als Rucksack angezogen hat? So, ja. Ich glaube, die haben die Bank auch nur ausgeraubt, um Chaos zu stiften, halt, nicht um wirklich was zu rauben. Mit der Bank Cat Noir wiederkommen, gegen, diesmal 2 gegen 2. Vor allem da drüben wird eine Bank ausgeraubt in der Stadt. Und da geht einfach ganz mal der Jahrmarkt weiter. Ja gut, warum sollte der Jahrmarkt nicht auf, nicht weitergehen? Trotzdem ist es ein bisschen komisch. Und so Zuckerstangen außerhalb vom Winter? Warst du schon mal verliebt? Das sind auch Gespräche, die man auch nicht führt oder bei Freunden. Ich habe noch nie einen Kumpel von mir gefragt, ob er schon mal verliebt war. Macht man sowas? Weiß ich gar nicht.
Und hier oben denkt Nemo. Hey Leute! Man nennt mich Dr. Love. Willkommen in meinem Büro. Sein Büro ist auf dem Jahrmarkt? Ich hoffe, er zahlt nicht so viel Miete. Ich kenne wirklich jeden Trick, mein Freund. Regel Nummer 1. Sei jemand anderes. Nein, das ist genau, was man nicht sein soll. Weil wenn man sich bei einem Date wie eine andere Person verhält, dann musst du ja dein Leben lang, wenn du mit der Person zusammenkommst, dich wie die Person verhalten. Weil sonst, wenn die Rolle auffliegt, dann hat die Person sich ja niemand anders verliebt, der du gar nicht warst. Auch krass, dass Adria einfach so random durch die Stadt laufen kann, wo er auch so mega erfolgreich ist oder beliebt ist, so, oder berühmt, so, das ist das Wort, berühmt ist er ja. Und wenn wir noch 1000 Fangirls hier hinrennen und direkt sehen, oh, Adria ist auf dem Jahrmarkt, oh mein Gott, schnell Foto machen. Also ich glaube, dass im Film Adria nicht so berühmt ist. Habe jedenfalls noch kein Anzeichen dafür gesehen. Sei mysteriös. Als wärst du maskiert. No, als wärst du maskiert. Ist nicht so, als würde es Adria schon als Cat Noir tun. Sei witzig. Sie lieben das. So peinlich, wenn sie witzig sein wollen. Ja, also ich finde, Humor ist immer gut. Humor ist immer eine Sache, die connectet auch auf jeden Fall. Sonst hätte ich niemals Freundinnen bekommen. Ich bin nicht wirklich ein Model jetzt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen witzig sein wollen und witzig sein. Da ist ein Unterschied. Man ist es oder man will es zwangshaft sein. Und das klappt dann meistens nicht. Und bring ihr Rosen mit. Das zeigt Selbstbewusstsein. Das bedeutet, er ist verzweifelt. Ja, beim ersten Date Rosen ist schon weird irgendwie. Da stimme ich zu. Aber es ist auch so wieder geil, dass wir wieder Nino Tipps Adria gibt beim Daten. Und Aya Tipps Marinette gibt. Weil wir wissen ja in der Serie, dass Aya und Nino später zusammenkommen. Nur gibt Nino gerade Tipps, die Aya so gar nicht mag. Also, Gegensätze ziehen sich an, ne? Wir berichten über den Banküberfall, der vorhin stattgefunden hat. Bürgermeister Bourgeois. Habe ich da gerade was gesehen? Hier steht ein Text. Spektakulärer Banküberfall, zwei Verdächtige auf der Flucht. Aber vorhin stand ein ganz anderer Text drauf. Hier sehen wir auch, dass die Schrift hier oben so klein und kurz ist. Und hier sehen wir, der Text ist viel, viel länger. Filmfehler. Aber schon mal cool, dass sie auf jeden Fall Deutschtexte gemacht haben. Genauso wie der Text hier. Je irgendwas, Französisch steht hier drauf auf jeden Fall. Steht hier leider was Deutsches drauf. Ich bin auf dem Jahrmarkt. Wenn es nah dran ist, wird es übersetzt. Wenn es weiter weg ist, dann nicht. Aber klar, wer achtet schon da drauf? Außer Moa. Ich werde mal nach hier gucken. Übervorsichtiger Vater, Helikoptervater, ja. Sie hätten den Jahrmarkt abgesagt, wenn es nicht sicher wäre. Hätten Sie den Jahrmarkt wirklich abgesagt, wenn es nicht sicher wäre? Können ja nicht wissen, ob es sicher ist oder nicht. Wenn da jetzt diese beiden Chaoten da rumlaufen, Chaos stiften. Auch irgendwie süß, seine Kochschütze hier mit so einem Kochbären, Backbären drauf. Das passt irgendwie voll zu ihm. Sie wird mich gar nicht bemerken. Beste Tarnung, krass, ey. Wo ist er denn nur? Ich sehe ihn gar nicht, hä? Die goldene Regel, bleib immer cool. Hey, Nino. Nicht cool geblieben. Alia, du siehst, Marinette, oder? Du siehst Marinette, oder? Weiß er nicht, ist das ein Kompliment? Muss ich aufschreiben direkt. Als Dr. Love. Der Vater wirklich so mega unauffällig. Sieht man gar nicht. Dass Marinette nicht auffällt, dass ihr Vater direkt hier steht. Wahrscheinlich ist sie Feuer und Flamme für gegenüber Adria und sieht nur ihn und so. Und deswegen übersieht sie alles. Ich bin dabei. Kommt ihr? Siehst du mal, Nino muss nicht mal seine Regeln befolgen, weil er es in die Hand nimmt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, sie hat ihn in die Hand genommen. Sollte ich lieber nach Hause gehen, bevor mein Vater... Ja, geht für mich auch. Was, man... Die sind jetzt hier auf den Jahrmarkt gegangen und wollen direkt wieder gehen? Würde ich es als Marinette direkt als Korb ansehen, wenn er direkt gehen will. Mein Vater ist der Beste. Ja, guck mal, wie süß. Aber wenn sie ihn da sehen würde, finden sie ihn nicht mehr so cool. Deswegen hau ab jetzt. Noch ein paar Macarons, die du probieren kannst. Wow. Wie er einfach jetzt hier stalkt, hier wirklich. Sowohl der Vater als auch Adrian. Nein, das ist so unangenehm. Ich sag's nicht deiner Mutter, bitte. Ist einfach rausgeschlichen? Wie hat das seiner Frau erklärt, hä? Ach, ich geh nicht auf den Jahrmarkt. Ich geh nur ganz kurz mal raus. Die Brote gießen. Entschuldigung, mein Vater ruft an. Auch irgendwie ein perfektes Timing. Marinettes Vater erscheint plötzlich und plötzlich ruft Adrias Vater ihn an. Papa? Adrian. Wo bist du? Hey, ist auch so krass, dass er als Hawkmoth da anruft bei Adria und ihn auch die Stimme erkennt. Ladybug und Captain Noir, beide, wenn sie wandelt, erkennen sie sich ja nicht, weil sie diese Maske haben und die schützt, die so ein zauberhafter Filter das erkennt irgendwie. Die haben sich aber schon oft zurückverwandelt gleichzeitig. Die haben sich nicht gesehen, aber gehört. Man hat dann nicht gehört, dass die Stimme relativ ähnlich zu Adria und Marinette, wie auch immer, klingt gegenseitig. Und jetzt hört hier Adria die Stimme von Hawkmoth, aber er kennt trotzdem seinen Vater daraus. Aber es könnte sein, irgendwie, dass das Handy diesen magischen Schleier wieder zunichte macht. Weil in dem New York Special zum Beispiel konnte dieser Roboter-Superheld ja auch direkt erkennen, dass Ladybug Marinette ist und Cat Noir Adria. Oder Maschinen nicht dafür anfällig sind für solche magischen Filter. So kann man sich erklären. Komm doch her. Das wird ganz sicher lustig. Komm sofort nach Hause, Adria. Es ist dort nicht sicher für dich. Ja, komm zurück, weil er schickt dir jemanden hin gleich. Er will nicht, dass sein Sohn in Gefahr gerät. Ja. Das war sowas von peinlich. Du findest mich peinlich? Ja, wie du auch das stehst, Mann. Nein, sie findet dich gar nicht peinlich. Diese pinkende Perücke da ist voll in. Würde ich auch sofort tragen.
Ah ja, Sicherheitsvorkehrungen haben sie erhöht. Krass, Sicherheitsvorkehrungen haben sie im Jahrmarkt getroffen. Wo ist Polizei, wo ist überhaupt jemand? Die haben gerade eine Bank ausgeraubt und niemand hat die verfolgt und geguckt, wo sie hinlaufen. Helikopter oder sowas, die haben auch Helikopter bei der Bank gehabt. Hä? Hey, denkt ihr, ihr müsst keine Tickets kaufen? Das ist derselbe Typ, der als Gargoyle verwandelt wurde. Schon mal hat er irgendwie ein paar Termine im Mai. An einem Freitag ist irgendwie ein wichtiger Tag hier. Oder was? Das muss erstens wehtun. Und zweitens war da der Wilhelmsschrei. Der Schrei, der in fast jedem Film eingebaut wird, so als kleines Gimmick. Du magst Achterbahn, oder? Nein. Bleib cool, Nino, deine eigene Regel beachten. Du sollst vielleicht die Cap ausziehen oder ein bisschen enger machen. Könnte runterfallen. Ist mir schon mal passiert. Ich hab große Höhenangst. Dann muss ich mir eben eine andere Freundin suchen. Mann, wie toxisch. Unglaublich toxisch. Oha. So ein bisschen Gaslighten, oder? Ihr einreden, dass sie sie quasi dann nicht mag, wenn sie das nicht macht. Chloe, wirklich. Nutzt Sabrinas Hilflosigkeit aus, sonst keine Freunde zu haben. Die nicht so egoistisch ist und mich gern hat. Vor allem egoistisch. Chloe ist ja der Inbegriff von Egoismus. Oh. Braucht der hier echte Zigaretten? Keine Pandemie-Zigarette? Doch, die ist unsichtbar, aber nur das Ende ist irgendwie angezündet hier oben, oder? Also verbrannte Zigaretten ist nicht unsichtbar, aber das, die Zigarette an sich schon. Oh, da bist du rasch geguckt, glaube ich, hier. Was ist mit dem Auge von dem Mann passiert hier? Warum ist hier so ein Loch hier drin? Kriegt das Kind sein Spielzeug? Ich hoffe schon. Auch eine krasse Fähigkeit, so Figuren zum Leben zu erwecken. Aber auch vor allem, dass es am helllichten Tag so eine Achterbahn gibt oder ein Geisterhaus, wo Leute auch hingehen. Ich war einmal am helllichten Tag in so einer Geisterbahn und ich habe durch alle möglichen Ritze das Licht durchscheinen sehen. Es war so wack, wie ich das gesehen, wie holzig und wie kacke das alles ist. Da muss man im Dunkeln fahren. Sekunde mal. Oh oh. Wieso sind wir stehen geblieben? Wart mal. Hier ist diese Klappe, die Aya festhält. Und vor allem die einzige, die scheinbar reicht bei ihr, weil es sind noch Sachen, die ja an der Schulter sie festhalten. Also ich würde da easy rausfallen, ich hätte Angst. Aber bei Nino geht diese Stange gar nicht weiter. Bei Nino ist die Stange hinter ihm. Hockt er auf dem Ding drauf? Was? Da hätte ich aber auch Angst. Meine Brille! Er hat die Brille noch verloren, bevor er die Kappe verloren hat? Ah ja. Super Schurken. Wo? Nein, kannst du nicht sehen. Wo? Wieso direkt die Superschurken daraus erkennt? Ja gut, er muss die Nachrichten ja gesehen haben. Nee, sonst wäre sie ja nicht da beim Jahrmarkt gewesen, oder? Die waren ja gerade zu dem Zeitpunkt ja noch unterwegs zum Jahrmarkt. Also ein Pandemie muss nicht unbedingt ein Superschurke sein. Ich meine, Pandemie gibt es ja viele in Frankreich oder in großen Städten vor allem. Es gibt einen Panikausbruch in der Nähe des Louvre-Museums. Panik auf dem Jahrmarkt? Ja, warum sind sie denn panisch? Weil wieder zwei Arzten da sind, dieselben von dem Bankraub, wo sie ihm sehr Bescheid weiß. Und jetzt kommt ein Helikopter, jetzt plötzlich. Sie sind schneller da als die Polizei, die eigentlich Sicherheitsvorkehrungen hochstufen wollte. Ja, ja. Chloe ist so dumm. Du wolltest es so. Die sind doch irgendwie die Schuld auf Sabrina schief, wirklich. Die waren so froh, dass jemand wie Sabrina hat. Jetzt sind sie gar keine Freunde. Ich muss etwas unternehmen. Ich werde keine Angst haben. Ja. Jetzt nicht mehr. Doch bevor ich alle rette, werde ich erstmal ein Lied singen. Keinen Laut, man vernimmt, die Umgebung verschwimmt. Weil wir wissen ja auch, dass Marinette weiß, dass Lieder gesungen werden. Und jetzt hier, während alle in Panik ausbrechen, fängt es an, so einfach random zu singen, alle schreiend rumrennen und denken auch alle, sie wäre verrückt oder und gehört zu den Leuten da. Jo, einfach plötzlich mega Hulk geworden hier. Auch so wirklich so bildlich gesprochen sehr, sehr schön, wie sie auf den schwarzen Punkten vom Marienkäfer rumhüpft. Und sich jetzt entscheidet dazu, Ladybug zu werden. Obwohl sie vorhin ja gesagt hat, sie will nie wieder was von Tiki hören. Da ist Tiki. Was, wenn ich versage? Das wirst du erst herausfinden, wenn du es auch probiert hast. You never know until you try, wie man so schön sagt. Du musst dich deiner Angst stellen, um die zu beschützen, die du liebst. Nee, wer muss das tun? Aber Leute, kommt nicht auf die Idee, dass wenn bei euch ein Bösewicht durch den Jahrmarkt rennt, dass ihr denkt, ihr müsst ihn auch aufhalten, um eure Liebsten zu beschützen. Nein, ihr nicht. Ihr rennt schön weg nach Hause, okay? Nur wenn ihr Superfähigkeiten haben solltet, ja, und so magische Amulette habt. Dann vielleicht. Aber vorher müsst ihr mich fragen, okay? No! Verwandle mich! So schön, diese Wandlung auch mal langsam zu sehen. Die ist so episch dargestellt. Mit so einer Kamerafahrt so drumherum, richtig nice. Ganz anders, als wir es kennen von der Serie, wo es so schnell geht. Macht den Arm so raus, geht's da, dann hier den Arm, dann hier so. Dann ganz langsam, elegant, finde ich nice. Bupa, bupa. Mein RTL. Und plötzlich ist es selbstsicher. Zack, so schnell kann es gehen. Und jetzt mal noch aufladen, schnell. Ein Genki-Dama.
Ja, du kannst jetzt aufhören zu singen. Geh wieder jetzt raus und bekämpf den Bösewicht jetzt. In dem Fall haben wir auch gerade gesehen, dass sie das Jojo jetzt kontrolliert und nicht mehr Jojo sie kontrolliert, ja. Hat sich irgendwie verwandelt? Mitten unter den Leuten eigentlich? Hat sie nicht versteckt oder sowas? Jeder hat gesehen, dass die Ladybug ist? Oder wie ist das abgelaufen jetzt? Ja. Das ist kein Baby. Das ist sowas auf sich eine Falle. Keiner will sein Baby da liegen lassen. Niemand. Selbst nicht in so einer Panik. Naja. Ein Viech, das lebendig wurde durch sie. Stimmt, die Zauberin ist ja quasi dann so eine Art Majura, oder? Die kann quasi Gegenstände zum Leben erwecken, die für sie kämpfen. Also quasi das Foul Miraculous, oder? Gib mir sofort dein Miraculous. Gut, aber warum haben sie sich die Bank jetzt eigentlich ausgeraubt? Die Bank war da so mega unnötig, die hätten ja doch direkt hier in den Jahrmarkt gehen können, oder nicht? Oder dachten sie, dass durch den Bankraub die Ladybug auch schon kommt und sie rettet und dann sagt so, okay, nichts passiert, dann gehen wir wieder. Hey, aber so konnte Hogwarts schon mal ausschließen, dass Ladybug Cat nur mal bei einer Bank arbeiten. Sonst wären die dort direkt zur Stelle gewesen. Rein zufällig, ja. Ladybug dann auch da steht und wartet, bis dieser Ball sie zerdrückt. Die jederzeit wegschwingen können. Da ist hier Captain War schon viel eleganter drauf mit seinen Fähigkeiten und so. Lass mich raten. Leise, aber tödlich. Leise, aber tödlich. Wo waren die jetzt leise? Das ergibt gar keinen Sinn. Und wer ist hier tödlich? Gut, die beiden sind schon ein bisschen tödlicher. Stimmt schon, aber Ladybug Captain War ja nicht. Die Karten wie Simon Says. Aber krass, wenn die Kugel auch gesehen wird, weil die so einen Rauch hinter sich herzieht. Der und der Rauch ist sichtbar scheinbar, ja? Wow, unsere Kräfte. Ja, wirklich eine Kugel einfach mit der Hand aufgefangen. Das erklärt auch, warum im Miraculous so wenig geschossen wird generell, weil die davon unbesiegbar sind. Gemeinsam und klappbar. Gut gemacht. Eure letzte Fahrt wird der Wahnsinn. Die hängen die ganze Zeit da oben dran fest. Och nein. Na, wenn die beiden Helden wieder aufteilen, ne? Zwei Sachen kaputt machen. Hätten sie eine dritte Sache noch gut gemacht, dann hätten sie einen dritten Helden gebraucht. Ja. Oh ja, die Taktik wieder. In der Serie nutzen die auch auf dem biegbaren Stock. Dass sie direkt so einführen. Direkt auch wissen, was sie machen müssen. Warte! Falsche Richtung! Na! Du musst in die andere Richtung rollen. Hab keine Angst! Na! Hab keine Angst, ich rette euch gerade irgendwie. Das ist geil. Auf an mein Bein zu ziehen! Der will ich auch hören aus der Entfernung. Will doch direkt aufhören zu ziehen, wenn du sagst, ja. Warte! Nein! Ja, was? Sie kämpft einfach gegen Cat Noir! Haben Sie nicht gehört, wie die beiden den Gargoyle besiegt haben? Ah, nee, der wird doch als Bösewicht gesehen, oder? Die beiden. Pulsar hat die ja letzte Folge auch gejagt am Ende. Oh, hey, lange nicht gesprochen. Wie krass, lange nicht gesprochen, weil ich reden kann. Wie schnell da hochgekommen ist, krass. Vielleicht einen unsichtbaren Aufzug erschaffen. Wir sind auch mega schief gekannt, Heiliger. Die Mütze hätten ja auch mit Steinen gefüllt sein können. Gut, er schmeißt Steine weg, aber vielleicht PC-Teile oder sowas. Und genau da, wo es hingehört. In den Müll. Perfekt. Das war klasse. Hast du das gesehen? Der ist jetzt sogar keinen Bock. Der macht die Augen sogar zu, obwohl er denn seine Brille nicht hat und sowieso nichts sehen würde. Wie war das mit cool bleiben? Ah! Oh, ja. Direkt verliebt. Ich liebe Das wäre der bestimmt schlechteste Zeitpunkt gewesen hier. Aber ich dachte, bevor er drauf geht, lieber mal schnell sagen noch. Krass. Jetzt wird das doch gut, ja, ja. So wahrscheinlich ist gleich der Erste, der ruft nochmal. Den Junge da hinten feiert aber auch ordentlich. Vater nicht so sehr. Wie er sich freut, einem minderjährigen Kind den Arm zu brechen. Richtig abgrundtief böse. Was hat er eigentlich hier für Glitzer auf seiner Maske drauf? Ich habe es ja so Sand oder so Staub, aber scheinbar ist es Teil der Deko. Noch krass, was für gerade Zähne Cat Noir oder Adria hat. Der ist bestimmt auch so im Schlafen, so ein Knirscher. Vor allem so, er steht so bedrohlich vor ihm und dann gibt es in der Glocke noch die Klingel so. Klingeling. Wie so eine Kuh einfach. Oh. Kickfaust einfach. Als hätten sie sich abgesprochen. Und noch sie getroffen. Und ist auch diesen fetten Luftballon einfach. Triple Kill einfach. Ich wollte fast sagen, die müssen doch ihr Gegenstand finden, den sie zerstören. Aber die müssen nur die kaputt machen, dann sind sie ja zerstört. Und mit den Gegenständen zerstört gibt es ja nur in der Serie, nicht im Film. Ich habe eine Idee. Ziehen wir es durch. Sie hat eine Idee ohne ihre Ladybug Vision. Die haben wir nicht gesehen gerade. Ich muss es nochmal nachträglich nachmachen. Dass wir nicht evakuiert wurden da draußen, wenn da so ein fette Luftballonsviech da rumsteht, wird auch Alarm direkt losgehen. Wie, wie, Leute, Baby, gehen Sie in Sicherheit. Gehen Sie in den Museumsbunker oder so, weil das ist ja das Louvre hier, wo Sie gerade sind. Also schäm dich hier in der Öffentlichkeit. Na! No.
wie sie aus dem Herzen so rausfliegen, irgendwie ein bisschen gruselig, finde ich. Du weißt, was du tun musst, oder? Ich denke schon. Gleich musst du nicht mehr böse sein! So wie Hogmoth noch lacht. Sie haben ihn gerade wieder besiegt und er lacht einfach, hä? Hab euch. Hab euch? Wurde genau auf die Beine jetzt gezielt, die da in seinem Gesicht drin sind, oder was? Tschüss, kleine Schmetterlinge. Das sagt sie immer noch, wie im Original. Aber stimmt, Miraculous Ladybug kann sie auch nicht sagen. Miraculous Ladybug! Weil sie ja kein Gegenstand hat, den sie hochschmeißen kann. Sie hat auch keinen Glücksbringer, stimmt. Auch so ein wichtiger Punkt, der in der Serie vorkommt, der hier gar keine Rolle spielt. Weil ich nutze Ladybug halt für jeden Bösewicht den Glücksbringer. Gerade auch wegen dem Miraculous Ladybug, um sie rückgängig zu machen. Weil das jetzt steht, das Riesenrad mitten random beim Louvre, muss ja auch wieder rübergetragen werden. Die Achterbahn liegt auch mitten in der Stadt, jetzt auf der Straße. Miraculous Ladybug könnte alles rückgängig gemacht werden direkt. Wie ist das Double von ihrem Vater hier? Der Fotograf aus der Stelle hier. Der Vincent haben wir ja gelernt. La Ponte au Chapeau. La Ponte au Chapeau. Was heißt denn das eigentlich? La Ponte au Chapeau. La Ponte au Chapeau. Das Hutband. Was? Nein, nee. Chapeau ist ja irgendwie sowas wie Hut ab oder sowas. So Chapeau. Aber was La Ponte au Chapeau heißt, weiß ich nicht. Wenn einer von euch irgendwie Französisch kann, können wir sie gerne in die Kommentare schreiben. Ihr zwei habt die meistgesuchten Diebe von Paris gefangen. Jetzt sieht die Polizei auch endlich mal, dass die fürs Gute arbeiten. Die nicht mehr gejagt werden müssen. Ihr beide seid Helden. Ladybug und du bist... Ich bin nur der Sidekick. Wir sind Partner. Ja, wie heißt er jetzt? Wollte ich noch sagen? Nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, jetzt Ladybug und Sidekick. Na, retten die Welt. Gut gemacht. Gut gemacht, jetzt, yay. Was ich mir gerade frage, gibt es in dieser Welt hier keinen Brodyfly? Nee, gibt's nur in der Serienwelt. Ah, okay. Wer verbirgt sich hinter den Masken? Diese Ladybug hier kommt mir voll bekannt vor. Oh, eine richtige heftige Infos, um die hier stehen in der Zeitung. Krass, ey. Oha, yo, heftig. Freunde oder doch Feinde? So oder so. Eins ist sicher. Sie haben Stil. Egal, ob sie gut oder böse sind. Hauptsache, sie haben Stil. Na. Sie fragen sich Freunde oder Feinde, aber es ist offensichtlich, dass sie Freunde sind. Sie haben doch gerade die Stadt gerettet, hä? Croissant-Monster. Wahrscheinlich auch in Bezug zu Bakerix gewesen, von Marinettes Opa, der zum Brot akkumulisiert wurde. Hier sind sie auch beim Pont Neuf, Quai de Louvre. Französisch-Experte auf jeden Fall bin ich. Das hier ist laut Google Street View die Ecke. Hier könnt ihr das Chargeur sehen. Pointe Neuf, Quai du Louvre. Und hier ist dieses Café auch mit den Stühlen, die davor stehen. Genau wie hier auch mit den Stühlen, die davor stehen. Alter, was ist das denn hier? Junge, Junge, Junge. Hier mal zum Zahnarzt. Von Zeitungen einfach. Wer liest denn noch Zeitungen, ey? Was? Da sollte dann stürmen drauf, die Zeitungen zu kaufen. Oh, was? Neue Nachrichten, die einen Tag vorher schon stattgefunden haben, aber die erst einen Tag später gedruckt werden, dass wir sie lesen können, hä? Kannst du Nachrichten direkt online generell lesen. Vor allem, er liest auch erst Zeitungen, Gabriel. Und ärgert sich dann erst. Er hätte sich jetzt auch von vorher erfahren, online, hä? Ah ja, das sind die Bösewichte, die er am Anfang gehabt hat. Das ist der Bub, der Babbler. Einfach Nino eigentlich. Weil laut Serie ist der Babbler hier ja eigentlich Nino gewesen, der Leute in so Blasen gefangen hat. Aber hier ist wieder jemand anderes. Aber auch die Fähigkeit, die wir kennen schon. Ja. Ich finde auch die auch so cool, dass der Babbler hier in jedem Fall so eine Art Schnecke ist. Mit so einem Schneckenhaus und diese Schneckenaugen quasi als wahrscheinlich Waffe, mit denen er das schießt. Sogar die Waffen haben sie oben so kleine Schneckenhäuschen und kleine Fühler oben drauf. Weil Schnecken sind ja auch so schleimig und so. Deswegen passt das so gut zum Babbler dazu oder Bubbler. Quasi auch so eine Art Tier wie Ladybug und Quetnor. Und wie sie jetzt hier einfach quasi so viele verschiedene einzelne Folgen skippen. Bei der Serie haben wir für jeden Bösewicht eine Folge gehabt und hier skippen sie einfach random durch alle durch. Hey, hier sind sie alle, die kennen wir ja hier. Hier oben ist Vater von Luca, Jagged Stone. Der Vater von Luca ist im Gefängnis, der ist ein Bösewicht, der ist generell im Knast. Der ist Musiker. Hier sind wir auch diesen Maulwurf-Typen, den der Hogmoth ja im letzten Video ja heraufbeschworen hat. Und hier ist der Bubbler selbst nochmal, der Bubbler. Hä, aber der andere Typ sah aus wie der Bubbler. Bubbler halt. Ach, Deutsch Bubbler, Englisch Bubbler. Chained Prison, oh, im Gefängnis. Hä, ist doch nicht nur gewesen. Wieso kommt Nino in den Knast jetzt, hä? Der eine Typ, der zum Gargoyle wurde, kommt ja auch nicht in den Knast. Oder ist im Knast jetzt. Das Bild hat ja bestimmt auch Ayat den zugespielt, oder? Weil sonst war ja keiner vor Ort, um das zu fotografieren. Hier die typische Spider-Man-Pose auch wieder hier, ne? Ja, ja. Da sehen wir ihn wieder, Luca. Und hier aber auch sein Vater, Jagged Stone, auf dem Shirt drauf. Der jetzt im Knast ist? Hä? No. Und das ist Alex? Oder Alex? Die noch das krasseste aller Miraculous bekommen wird. First Person, nö. Ey, hätte wenigstens den Sprung noch zeigen können. Ich liebe das First Person irgendwie zu sehen bei sowas. Ich bin aber so, ich wäre Ladybug. No. Ach, wenn sie lächelt, ist alles ganz schnell klar. Wer singt hier eigentlich gerade? Stimmt. Das ist aber nicht hier Mike Singer und Sarah Engels. Singt hier jetzt die Synchronsprecher-Original? Jetzt kommt es drauf. Yo.
Alter, da müssen doch alle sass werden, oder? Dass sie plötzlich so akrobatisch ist, was sie vorhin nicht hingekriegt hat. Scheinbar auch die Fähigkeit, also die Bakke noch ihren Körper über, auch wenn sie nicht verwandelt ist. Ähnlich wie bei dem Spiel Assassin's Creed, falls ihr das kennt. Da ist ja auch ein Charakter, der über eine Maschine seine Vergangenheit zurückgeschickt wird und dort quasi ein Assassin ist, der rumklettern kann und alles mögliche. Und dadurch, dass er diese Erlebnisse wiedererlebt, werden diese Sachen direkt in seinem aktuellen hier gespeichert und er kann die auch direkt vollziehen. Ist ja kompliziert für euch, aber ich wollte nur sagen, ihre Ladybug-Fähigkeiten sind einfach in ihr drin, obwohl sie nicht Ladybug ist. Scheinbar. Auch wie sie hier steht. Schön, der Hintern muss raus hier. Was ist denn da los? Plötzlich kann sie auch Blockflöte spielen. Und alle jubeln ihr zu. Warum muss sie so auf Blockflöte spielen auch? Warum hat sonst keiner hier ein Instrument auf dem Tisch und muss Blockflöte spielen? Hä, hey, das ist so komisch. Wie einfach auch Tiki draußen ist und wie jeder sie sehen kann, theoretisch. Ist echt mutig von ihr, dass sie das einfach so macht. Auch fast ein bisschen dumm. Vor allem die picknicken einfach random draußen auf dem Steinboden, irgendwie am Fluss, mega unbequem. Und wenn ich es richtig sehe, ist das Notre Dame von hinten. Und dann muss auch hier Ladybug um die Ecke wohnen, hier quasi. Und bei der Serienversion hat Ladybug ja neben ihrer Bäckerei noch einen riesen Park, wo sie theoretisch auch picknicken könnten. Aber im Film haben sie den ja nicht. Sie müssen sie scheinbar hier dann auf dem Boden, auf dem Steinboden sitzen. Ja, und hier direkt auch jedes Placement mit VW eingebaut hier. Diese Autos gibt es ja auch wirklich, aber nur als halt Aussteller halt. Ladybug Auto und das Cat Noir Auto, habe ich beide schon Fotos gesehen, dass sie in echt noch existieren. Aber halt, wie gesagt, nicht fahren können. Auch wenn es irgendwie cool wäre, ja. Und auch irgendwie realistisch, dass die beiden auch solche Placement-Sachen machen. Und eigentlich müsste auch dafür dann bezahlt werden. Aber ich denke mal, kostenlos machen die das nicht hier für VW-Werbung. Paris ist sicher. Und das liegt an uns. Oh, auch jedes Eis, was sie essen hier, ne? Hier grün und schwarz und rot. Ladybug Cat Noir. Es gibt ja in der Serie diesen einen Eismann, der ja Eis kreiert und dann heraussehen kann, welche Personen perfekt zusammenpassen von den Farben her. Da gibt es so wilde Theorien generell in der Serie, welcher Charakter mit wem zusammenkommt am Ende, weil ja diese Eisfarben da sich gut zuordnen lassen in der Serie. Deswegen kann man hier in einem Eis auch sehr viel reindeuten. Wassermelone? Ich bin ganz Ohr, Stubentiger. Endlich mal einen gescheiten Namen, Stubentiger. Nicht nur einfach nur insane oder verrückt sagen. Du könntest deinen Schlag etwas verbessern. Oha, hier krasse Reflexe. Sie muss dann echt ihren Schlag verbessern, wenn er sie einfach so aufhalten konnte, ohne direkt aufzupassen. Ziemlich kräftig für eine Wassermelone. Also ich habe noch nie Wassermelonen gesehen, die schlagen können. Muss ich jetzt Angst haben bei Wassermelonen? Was nennst du einen Schlag? War eher ein leichtes Kratzen. Oh, was ich denke, das liebt sich. Vor dem riesigen Mond hier wieder. Übernatürlich riesig. Würde ich mir echt Gedanken machen hier. Oh. Soll ich euch allein lassen kurz? Ich gehe kurz woanders hin, okay? Aber auch hier schon das Debakel, ne? Er ist unglaublich in Ladybug verknallt und sie halt in Adria. Ich sollte jetzt nach Hause gehen. Geh nicht. Guck mal, aber guck, er sagt, geh nicht, aber lässt sie trotzdem gehen. Das nennt man nämlich Consent, Leute. Er hält sie nicht fest und sagt, bleib hier. Das heißt, sie hat die Wahl zu entscheiden. Ganz wichtig an der Stelle, ganz wichtig. Wer bist du, Ladybug? Renato Bocheng, aber das darfst du nicht wissen. Meinst du, Adrien würde ja sagen? Natürlich! Hier auch wieder sehr cool mit dem Einbauen, ohne was zu sagen. Da seid ihr auch immer so Show, Don't Tell. Klar, der Ball wurde schon oft erwähnt in der Serie. Aber jetzt hier zeigen sie mal das Plakat hier mit La Grand Ball de Paris. Wenn Ladybug drüber redet, dass sie alle wissen, worum es geht. Und ich frage Nino. Ah, siehst du, da ist schon passiert hier. Sieh, Nino, komm schnell zusammen als in der Serie. Adrien geht natürlich nicht mit einem Bäckermädchen. Bäckermädchen? Der geht lieber noch mit ihr hin, als mit dir, du dumme... Ich beherrsche mich, ja. Im letzten Video schon bei Lila ausgerastet, jetzt will ich bei ihr meine Ressourcen sparen, okay? Hier unterhalten sich gerade Erwachsene. Geh doch und mach deine Haare neu. Sieht aus wie ein Rattennest. Oha! Direkt heimgezahlt hier. Selbstbewusstsein kann sowas von wichtig sein. Ehrlich hat sie immer gezeigt. Aber recht hat sie mit den Haaren. Ein Vogel hätte es da echt sehr bequem drin. Ich lade Adrien zum Ball ein. Nicht ablenken lassen. Wir haben jeden Superschurken geschlagen. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkocht. Ja, ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein auch wieder an der Stelle. Ein bisschen zu viel. Oder es ist die Ruhe vor dem Sturm. Ach, wenn Bösewicht kommt, dann blinken die bei ihr? Das hatten wir bei der Serie auch nicht, dass es dann blinkt. Bei Hawkmoth ist es ja so, wenn jemand traurig ist oder sowas, dass ein Miraculous dann Geräusche macht und so. Ja, dann weiß, okay, er kann jemanden verwandeln. Aber bei denen ist mir auch neu. In der Serie war es so, wir haben immer erst erfahren, wenn Bösewicht da ist, wenn sie sich gegenseitig angerufen haben, Bescheid zu sagen, oder wenn in Nachrichten halt was gesagt wurde. Machen wir es kurz, Miezekatze. Morgen ist ein wichtiger Tag. Ah, okay, das war nur ein Anruf von ihm. Okay, verstehe. Das war der Anruf. War keine Mitteilung, dass was Böses da ist. Hätte aber mir gepasst, so eine Neuerung in dem Film. Was? Bin ich dir doch wichtig.
Hat er extra dieses Ding hier gestaged, das kaputt, dass es aussah, als wäre ein Kampf gewesen? Hat er Stock da liegen lassen, um sie das denken zu lassen? Der muss ja richtig krass unsicher sein, dass er so als testen will, ob sie ihn mag. Was ist das denn hier? Toxisch auch. Ich hasse dich. Berechtigterweise auf jeden Fall. Folge mir. Ah, das Theater, ja. Dafür, dass es stillgelegt wurde, sieht es noch echt gut aus. Oder ist es nicht stillgelegte Theater? Weil es noch Licht überall an. Ah, die sind viele Katzen, okay. Doch stillgelegt. Meine Mutter ist gestorben und da habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder irgendjemandem nahe kommen werde. Ja, Gott, ey, das ist den Rest deines Lebens alleine bleiben, oder was? Einsamkeit verbittern. Ich habe etwas vorbereitet, aber ich bin unsicher. Misserfolg ist nicht dein Feind, sondern deine Ängste. Never know until you try. Hier, wie ich gesagt habe, ja, schon wieder. Dann war der Spruch dann halt auch von Tiki, war der Spruch, ne? Genau, von der hat es gelernt. Und dafür brauchst du einen Flügel? War der Flügel vorher auch schon auf dem beim Theater oben drauf oder dann hingebracht? Nee, hier war vorher kein Klavier. Also hat er das dann nachher gebracht, scheinbar. Also ist ja Cat Noir durch die Straßen gelaufen, hat so ein Klavier so getragen oder was? Ich meine, stark wäre ja als Cat Noir, aber hat es zu Hause mit hier weggeschleppt oder das gekauft noch spontan. Aber dass Adrian Klavier spielen kann, wissen wir auch. Ne? Der hat ja ganz viele Klavierstunden, in der Serie zumindest hat er die gehabt, was jetzt hier auch indirekt durch Cat Noir gesagt wird. Die Welt mit dir wäre wunderbar. Krass, ey. Das hat alles da aufgebaut jetzt in der Zwischenzeit. Wie viel Zeit ist denn vergangen jetzt zwischen letztens und jetzt? Ein Tag oder nur so? Was ich will, bist du. Ich fühl mit dir. Das erste Duett zwischen den beiden, was sie singen. Ladybug, Cat Noir oder halt Sarah Engels und Mike Singer. Jetzt in dem Fall im Film. Von meiner Cat Noir auch geplant, dass Ladybug jetzt mit einstimmend mitsingt oder was? Und direkt den Text kann. Ich meine, die wissen ja, dass sie singen. Wird ja auch so gesagt, dass sie wissen, dass sie singen. Hand in Hand. Dun, dun, dun. Mit Verstand. Ist schon ein schöner Song. Ist auch einer meiner Fav-Songs hier auch. Und wie auch immer er sich bückt, nie die Hand reichen, sie immer nimmt. Passiert im Film auch relativ oft. Ist schon das dritte Mal oder so, glaube ich. Entweder als Adrien oder halt als Cat Noir. Ich und du. Vom Ich und Du. Der Esel nennt sich immer zuerst. No. Ich glaube, im Englischen singen die dann You and I, oder? Weil diese Mundbewegung gerade mit dem I sah schon mehr nach I aus. Einfach wirklich Spider-Man am Start hier im Back hochlaufen. Irgendwie so eine Katze so hoch. Ja. Unsere Sie macht ihm auch so viel Hoffnung, ne? Unsere Herzen sind nah, wir beide Hand in Hand und nichts kann uns auseinanderbringen. Sie macht ihm so viel Hoffnungen, nur und dann, bis dann das passiert. Unangenehm. Nein, sie will's nicht. Weil sie hat ihm so viel Hoffnung gemacht, wirklich. Sie macht ihm so viel Hoffnungen. Und jetzt zieht's zurück. Tut mir leid. Oh, guck mal, er hat sogar schon einen Tisch hier gemacht, hier, wo sie romantisch hier essen können. Was Ladybug ja auch letztens gemacht hat, um mit Cat Noir hier auf ein Date zu gehen. Eins setzt der Missstelle hier. Aber immerhin kann man sagen, er hat's gesagt. Wäre schlimm gewesen, wenn es nicht in sich reinfressen würde sein Leben lang. Hier so. Ja, okay, wissen Bescheid. Hinter der Maske steckt nur mein leeres Herz. Na gut, man kann es verstehen. Herz gebrochen so. Aber ihr habt einen Job, ihr müsst weiterarbeiten. Deswegen, Leute, don't F the company, ne? Nicht, wenn ihr zusammenkommt, der bei euch in der Arbeit ist oder in der Schule oder sonst was. In der Klasse halt. Wenn ihr euch jeden Tag so sieht, wenn das auseinandergeht, das ist absolut schlecht dann. Und wenn es dann weiterlaufen sollte, dann seid ihr zusammengezogen und seht euch dann da zu Hause noch und auf der Arbeit. Das ist auch ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Aber für meinen Geschmack. Ach, dieser Furz, ihn zurückverwandeln. Ah, nein. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Moment mal, da stimmt was nicht, stattdessen wären